Ja, Ägypten spielt in dem Konflikt eine Schlüsselrolle. Der einzige Grenzübergang aus dem Gazastreifen, der nicht von Israel kontrolliert wird, geht dorthin. Viele Menschen harren seit Tagen an der Grenze aus und hoffen, rauszukommen. Wir schalten jetzt nach Kairo zu Anna Feist. Wie sind denn die Reaktionen in Ägypten auf den Raketeneinschlag im Krankenhaus? Ja, was wir hier hören in der Presse, aber auch von den Menschen, die sagen, es reicht, es ist genug. Und man fürchtet hier, dass, oder nicht man fürchtet, aber viele sagen, dieser Angriff ist genau das, was diesen Konflikt, diesen Krieg hier in dieser gesamten Region eskalieren könnte. Heute früh hat sich eine der wichtigsten islamischen Institutionen gemeldet, die Al-Azhar-Universität. Und sie haben ein Statement veröffentlicht, in dem sie alle arabischen Länder auffordern, ich zitiere, ihre Abhängigkeit vom arroganten europäisch-arabischen Westen zu überdenken. Und auch die Absage des Gipfeltreffens, was eigentlich ab heute im Amman mit US-Präsident Joe Biden stattfinden sollte. Dort sollten Palästinenserführer sein, dort sollte Ägypten sein, dort sollte eben der US-Präsident sein. Und man wollte über die humanitären Zugänge für Gaza verhandeln und da wirklich einen Schritt weiterkommen. Auch diese Absage ist ein ganz klares Zeichen der großen Wut, des großen Zorns. Und diesen Zorn nutzt auch die Terrororganisation Hezbollah im Libanon. Sie haben zu einem Tag des Zorns aufgerufen und haben gesagt, Worte reichen hier nicht mehr aus, um das zu verurteilen. Und insofern ist die Stimmung hier ganz schön am Hochkochen. Sehr viel Wut, sehr viel Empörung. Was kann denn Bundeskanzler Scholz hier diplomatisch überhaupt erreichen? Ja, seine Mission war ja, den Flächenbrand in der Region zu verhindern. In diesen Stunden nach dem Angriff dürfte das schwerer denn je sein. Denn schon in den vergangenen Tagen haben arabische Diplomaten den westlichen Diplomaten vorgeworfen, dass sie hier mit Doppelstandards arbeiten. Von arabischer Seite wünscht man sich ein viel klareres Bekenntnis oder viel klarere Worte, viel klarere Taten, um humanitäre Zugänge für Gaza zu schaffen. Man wünscht sich, dass der Westen seinen Einfluss auf Israel nutzt, um eben Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bekommen. Man wünscht sich, dass die Zivilisten in Gaza viel mehr in den Fokus rücken. Und insofern, wenn der Kanzler hier etwas bewirken will, dann wird es erstmal darauf ankommen, dass er die richtigen Worte in dieser Situation findet. Humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen, ein ganz wichtiges Thema. Ein zweites Thema ist aber auch die Situation der Menschen vor Ort oder ihr Wunsch vielleicht auch, den Ort zu verlassen, nach Ägypten zu kommen. Aber Ägypten lässt die Grenze zu. Warum? Ägypten ist da ganz klar in seiner Position. Man fürchtet, dass es hier sonst zu Verhältnissen kommt wie im Libanon oder wie in Jordanien, wo Palästinenser sich dauerhaft angesiedelt haben, festgesetzt haben. Man fürchtet, dass eben die Flüchtlinge der ohnehin bröckelnden Wirtschaft weiter zur Last fallen könnten. Und man hat aber auch ein Sicherheitsinteresse. Nämlich gab es hier schon mal in Ägypten ein Trauma, als 2008 Hamas-Terroristen nämlich den Grenzzaun zu Ägypten stürmten, Zehntausende Palästinenser unkontrolliert ins Land kamen, sich teilweise auf dem Sinai verschanzt hatten. Die Sicherheitssituation auf dem Sinai ist bis heute nicht gut. Und das ist eben die große Befürchtung, dass unter den Flüchtenden auch dieses Mal sich Terroristen befinden könnten, die dann die nationale Sicherheit hier gefährden. Wie stehen denn generell die Chancen, dass überhaupt Menschen den Gazastreifen verlassen können, fliehen können? Vielleicht, wenn die internationale Gemeinschaft sich auch bereit erklären würde, Menschen aufzunehmen. Gibt es da überhaupt Chancen oder sind die Menschen im Prinzip mehr oder weniger gefangen? Ja, es scheint Chancen zu geben, zumindest für die, die westliche Pässe haben. Ägypten hat grundsätzlich zugestimmt, über die Grenze Rafah eben Menschen mit westlichen Zivilisten aus Gaza mit westlichen Pässen rauszulassen. Aber nur, wenn Israel zustimmt, dass ein Korridor für Hilfsgüter eingerichtet wird. Das ist die Bedingung. Solange diese Bedingung nicht eingehalten wird, so heißt es, so hört man hier von ägyptisch, von arabischer Seite, werden eben auch die Menschen mit westlichen Pässen nicht rausgelassen. Vielen Dank soweit für diese Einschätzung nach Kairo, Anna Feist.